Grüß euch, mein Name ist Bruno und ihr seid bei die Geißholzspäne. Und heute zeige ich euch einen ganz einfachen Trick, was jeder Handwerker bei der Küche einbauen nutzt. Und damit spart er ja manchmal ziemlich viel Zeit. Und weil ich möchte euch gerne zeigen, wie man die Nischenplatte in die Küche einbauen kann. Deswegen habe ich mir ein bisschen was vorbereitet hier. Und in die Küche, wenn man die Nischenplatte einbaut, ist immer die Steckdose rundum. Und ich zeige euch jetzt einen Trick, wie man schnell die Nischenplatte da einbaut und nicht komplett Steckdose auseinander zu bauen. Und auseinander zu bauen, ich meine jetzt die komplette Kabel wegziehen, das dauert viel zu lang. Gibt einen Trick, wie man das viel schneller machen kann. Und weil hier habe ich jetzt die 3er Steckdose Reihe und ich muss mir jetzt die Deckel erstmal abmachen. Aber bevor wir weiter jetzt machen, eine Sache musst ihr aufpassen und das ist natürlich immer die Sicherung ausstellen, weil ich habe mir jetzt ein bisschen hier was zusammengebastelt, dass ich euch zeigen kann, wie man die Steckdose in die Nischenplatte einbaut und deswegen, ich habe keine Saft da drin. Bei euch ist auf jeden Fall so, dass die Saft ist in die Steckdose, deswegen muss extrem aufpassen, Sicherung aus und noch einmal prüfen. So, jetzt gehen wir weiter. Ich habe mir jetzt hier die Nischenplatte, das ist jetzt die gleiche Breite wie die sogenannte Wand, wo wollte ich die einbauen. Und der nächste Schritt wäre einfach die Höhe von der Steckdose auszumessen, das ist meistens von der Arbeitsplatte. Und in meinem Fall, das ist hier 15,4 vom Boden, sogar von der Arbeitsplatte. Dann würde ich mir die gleiche Maß hier markieren. Ich ziehe eine Linie durch. Und dann natürlich messe ich mir den Abstand, die Mitte von der Steckdose, was in meinem Fall hier ist 58,5 cm und das auch auf die Platte markieren, 58,5. Und weil für jede weitere Steckdose, was kommt da in der Reihe, der Abstand ist immer 7,1 von Mitte bis Mitte. Und weil wir haben jetzt hier zusätzlich noch zwei Steckdosen, ich nehme 7,1 einmal, 7,1 zweimal. Und dann auf die markierte Stelle mache ich mir jetzt erstmal mit dem 6 mm Bohrer ein Loch, dass wenn ich jetzt mit der Lochsäge da dran gehe, dass die ein bisschen mehr genauer ist alles. Und für die Lochsäge, dass die passt mit dem Innenleber von der Steckdose, nehme ich immer 68er Bohrer und da mache ich einfach Loch durch. Und jetzt habt ihr gerade gesehen, ich mache hier immer Loch bis Hälfte von meiner Seite, dann die andere Hälfte von der anderen Seite. Dann vermeide ich die Ausrisse. Und meine Bohrer ist jetzt ziemlich stumpf, ich muss mir neu kaufen. Deswegen, die macht noch mehr Ausrisse. Deswegen ist besser von beiden Seiten ein bisschen. So, und jetzt bin ich soweit. Die Loch für die Nischenplatte habe ich durchgebohrt. Die muss ich jetzt irgendwie auf dem Band festmachen. Die Befestigung von der Platte selber, das geht ganz einfach. Ich mache das normal mit dem Polymerkleber oder mit Silikon. Und das reicht. Jetzt sind die wieder bei der Steckdose. Die Steckdose in der Innenleben, da steht jetzt von der hinteren Seite von der Platte, aber das muss von dieser Seite. Und das einfacher zu machen und nicht jetzt, ich weiß nicht, halbe Stunde die Steckdose ausbauen und alles, das zeige ich euch, wie ich das mache. Da müsst ihr nur hier, wo kommt die Steckdose durch die Nischenplatte, hier in der Mitte ein bisschen was so wegsägen. Und dann ist der Rest klar, man muss jetzt nur die Steckdose durch dem Loch ziehen. Und dann am Ende nur die Rahmen wieder dran bauen.
Jetzt habt ihr gerade gesehen, das geht ganz schnell und ganz einfach. Und sowas kann jeder zu Hause seine Küche ausbessern und die Nischenplatte austauschen. Eine Sache sage ich wieder, immer die Strom ausschalten, niemals mit dem Sanft drauf in die Steckdose arbeiten, weil sowas habe ich bestimmt 100 Mal gesehen bis jetzt, dass die Elektriker macht das mit dem Saft drauf. Sicherung ausschalten, weil sicher ist sicher. Und wenn es dir gefällt, diese Art von Videos, was ich hier in meiner Werkstatt mache, und du möchtest noch mehr Kanal unterstützen, dann kannst du gerne dein Abo da auf den Kanal lassen, sogar Glocke anmachen, damit du immer auf dem neuesten Stand mit dem Video bist. Und ja, wir machen Schluss mit diesem Thema und ich grüße euch, bis nächstes Mal.